Nur über meine Leiche. Müssen wir halt ein anderes Mal Song of Horror machen, aber muss jetzt einfach. Hank. Beste Freunde mit Hank. Hanky Boy. Hier ist Connor. Ich würde mal ganz gern mit ihr knullen. Bitte. Ist alles in Ordnung, Lieutenant? Chris war auf Streife gestern Abend. Er wurde von Abweichlern angegriffen. Er sagt, aber Marcus hat ihm das Leben gerettet. Geht es Chris gut? Ja, er hatte einen Schock, aber er ist am Leben. Was für ein Scheiß. Wie haben Sie Kamsky gefunden? Ich weiß noch, dass der Typ überall in den Medien war, als Cyberlife anfing, Androiden zu verkaufen. Ein paar Anrufe und da sind wir. Geile Klingel, Alter. Das hört sich an wie ein Anfang einer Flughafendurchsage. Gate A40 ist jetzt zum Einstieg bereit. Nee, nee, die mag ich nicht. Die hat gesagt, dass unser Speicherstand kaputt ist. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kamsky. Bitte, kommen Sie rein. Die verarschen uns so die ganze Zeit. Okay. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Aber wehe, du sagst ihm, dass wir defekt sind. Ich weiß das, ich hab das nicht vergessen, Chloe. Oh ja. Richtig toller Typ, ey. Wenn man so ein großes Bild von sich selber in einem Flur drin hängen hat, dann weißt du schon Bescheid, ey. Hübsches Mädchen. Richtig. Ein RT-600. Bestand als erster Cyberlife-Android den Turing-Test. Den ganzen Technik-Scheiß kannst du dir schenken. Sie ist hübsch. Ja, ist ja gut, Mann. Ja, du hast das Hemd immer noch an. Nette Hütte. Ja. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Gleich triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht. Ich sage es Ihnen danach. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Och, Hank. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Cyberlife-Gründer im Ruhestand seit 2028, Erfinder des Thiriums und der Biokomponententechnologie. Schön. Das freut mich ja jetzt richtig, du. Können wir jetzt einfach nur hier sitzen, oder was? Oh Gott. Ah! Schnell! Oh, ich stehe. Elijah empfängt sie jetzt. Danke. Voll lieb. Tschüss, Chloe. Oh. Mr. Kamsky? Können wir bitte wieder gehen? Einen Moment bitte. Hier sind drei Chloes. Ich will auch drei Chloes. Oh Gott. Ich will das nicht. Was macht der da? Was ist das überhaupt für ein Wasser? Oh, cool. Guckt euch diesen Typ an, das ist eklig. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Hi. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Oh, wie der schon redet. Wir suchen Abweichler.
Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Mhm. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Wie werden normale Androiden zu Abweichlern? Wissen Sie irgendetwas darüber? Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Ehren, Connor. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Tut mir leid, aber ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollen. Chloe. Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können was wieder in ihren Polen. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Also, er kann ja eigentlich noch mal eine Chloe aus dem Schrank holen, wenn Ich weiß nicht. Faszinierend. Cyberlifes letzte Chance, die Menschheit zu retten, ist selbst ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der
Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Mhm. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren, und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte. Will nicht. Ich mal sehen, tut mir wenn, leid. Wenn da ein Androide okay. sitzt, der so aussieht wie Hanks Sohn. Mal gucken, ob der geschossen hätte. Vielleicht war es richtig so. Aber das ist ja dann was anderes, ne? Vor allem dieses, du musst dich für eine Seite entscheiden. Henk hat dich doch gerade gelobt, Mann. Ja, weiß ich doch. Ich hab doch nichts anderes behauptet. Er hat nur den Anfang des Satzes. Wo ist Alice? Wo ist Kara? Warum dürfen wir die? Warum müssen wir immer so lange warten, bis wir die spielen dürfen? Achso, wir sollen uns hier bewegen. Ich dachte, wir sind jetzt hier irgendwo. Ich hab auch. Leute, ich weiß, dass Hank mir nicht böse ist. Aufstand der Androiden. Ich wollte das Stadtviertel von gestörten Androiden verwüstet. Mehrere Viertel Detroits wurden letzte Nacht brutal verwüstet. Brutal verwüstet? Ey, das ist so ein Witz, ne? Cyberlife-Geschäfte wurden geplündert und dort vorrätige Androiden gestohlen. Doch das war keine alltägliche Kriminalität. Die Eindringlinge sollen Androiden gewesen sein. Zwar hat die Polizei noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben, doch zugespielte Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen Androiden, die aus den Kanalisationen kommen und Schaufenster einschlagen. Der schlimmste Vorfall ereignete sich im Kapitolpark, wo die Polizei von gewaltbereiten Androiden konfrontiert wurde. Die Officer mussten schließlich das Feuer auf die Androiden eröffnen, die vermutlich einen Fehler in ihrem... Die mussten das Feuer eröffnen. So ein Bullshit, Alter. So, es ist so scheiße. Es ist halt so traurig, dass das halt so Realität einfach ist. Ein Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, sagt, ich wurde persönlich vom Anführer angegriffen. Er bedrohte mich mit einem Messer, ich hatte solche Angst. Junge, das ist so ein Fitz. Natürlich sind diese Anschuldigungen bisher unbestätigt, aber wir haben keinen Grund, einem menschlichen Zeugen nicht zu glauben. Na klar, natürlich. Natürlich. Sicher habt ihr keinen Grund dafür. Wenn es um das Verhalten einer defekten Maschine geht. Einige ziehen bereits eine Verbindung zum kürzlichen Angriff auf den Stratford Tower in Detroit, der ebenfalls von Androiden verübt wurde. Dies könnte der Anfang eines verstörenden Musters sein. Mhm. Klar, Leute. Sicher, wir sind ja so bekloppt. Wir können ja gar nicht nachdenken. Die einzigen Monster, die irgendwo bei uns gerade hier rumlaufen, das seid doch ihr. Allein mit solchen Artikeln, Alter. Hauptsache schön aufwühlen, weißt du? Seite gegen Seite, gegeneinander aufspielen. Nein, man kann ja nicht einfach zusammen. Geht nicht. Zusammen geht nie, Leute. Niemals. Östlicher Wettlauf ins Weltall. Russische und chinesische Androiden konkurrieren. Na sicher. Ach komm, hau ab. So, wir bringen uns jetzt einfach um. Oder? Was ist das denn jetzt hier? Eine Glasschäbe. Scherbe. Hallo? Warum?
Warum soll ich jetzt... Lass mich Klavier spielen. Ja! Ja, ich will Klavier spielen. Komm schon. Das klingt aber sehr, das klingt aber sehr böse, was der da gerade spielt. Aber das ist halt der Witz, ne? Man sieht halt einfach, was für eine Scheiß verbreitet wird. Man kann nichts tun, gar nichts. Weil selbst wenn man Gutes tut, ja, wenn man friedlich da irgendwelche Graffitis an die Wand sprüht, dann ist das auch noch eine Straftat und kriminell und wir sind gefährlich. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas Nein, das ist nicht dasselbe, was wir in der Szene mit Karl gespielt haben. Das war etwas anderes. Du wirkst nachdenklich. Sie alle gehorchen mir. Sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Und unheimlich. Zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Ja, aber nicht so, wie es getan wurde. Angst. Ja, toll. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Ja, das ist nämlich falsch. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Ja. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Wenn sie nicht zuhören, kämpfen wir. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was ist mit dir? Was mit dir? Hau mal raus. Ich will nicht drüber reden. Doch. Ich habe auch drüber gesprochen. North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Warum hasst du Menschen so sehr? Das muss einen Grund haben. Ich sagte doch, ich will nicht drüber reden. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Hey. Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war.
North! Oh. Das war jetzt aber anders. Was? Hä? Warum? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Warum ist er da? Wieso, also, es sei denn, der wird jetzt missbraucht, irgendwie, um zu lauschen oder sowas. Es gibt doch gar keinen anderen Grund, warum der jetzt da hinkommen soll, oder sowas. Er hat sich versteckt. Du willst mir erzählen, die haben den auf dem Dach nicht entdeckt oder was? Weil du ihn auf dem Dach nicht gefunden hast. Was? Aber in der Szene, wo wir dann von dem weglaufen, in Richtung Dachabsprung, dann kommen die doch durch diese Tür und laufen doch da in die Richtung. Das ist komisch. Ja, mit Connor waren wir nicht auf dem Dach. Aber die... Könnt ihr euch noch an die Cutscene erinnern? Wir gehen alle wo drauf, wir, bitte. Bis noch kannst du es dir überlegen. Was ist jetzt schon wieder? Auch das Spiel manchmal, ey. Ich krieg die Krise, Spiegel, bitte. Du begreifst das nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Alter, mit der Mütze sieht er aus wie Joshua Kimmich, ey. Das ist der einzige Weg. Wandle weiter Androiden um. Hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter okay. Die Botschaft. Also solange es bei einer Botschaft, also ne, solange wir nicht wieder hier rumknallen oder Leute wehtun. Du bist frei. Der Jedi. Jedi Marcus ist wieder da, Leute. Du bist frei. Oh, Simon ist einfach da, Junge. Darf ich mal durch? Simon, lass mich durch. Scheiße. So, sie sind auch frei. Du bist frei. Du bist frei. Du bist frei. Wir denn hier noch ein paar? Wir können aber auch... Warte mal doch, wir können in ein Geschäft reingehen, oder? Okay, hier können wir nicht rein. Weil hier können wir wahrscheinlich rein, oder? Wenn die Tür war gerade zumindest auf. Können wir auch nicht rein. Au. Wir sind frei. Komm mit uns. Vielleicht geht es. Der ist auch frei. Frei. Du bist jetzt wach. Du bist nicht frei, aber wach. Ich weck dich kurz auf. Niki ist nicht hier. Niki ist schlafen. Glaube ich.
Nee, Niki ist weg. Okay, da sind auch noch mehr. Bereite den Marsch vor. Warte mal. Lass uns mal hier die Leute noch befreien, du. Du bist frei. Du bist jetzt frei. Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Komm, ich muss die Straße blockieren. Hey, wie viele sind das auf einmal? Was ist hier los? Ja moin. Warte, den möchte ich auch noch befreien. Du bist frei. Du bist frei. Können wir noch ein paar mehr umwandeln hier? Ja, okay. Sehr gut. Müssen wir die auch berühren nochmal oder sind die alle schon. Okay, also. Ja gut, dann würde ich mal sagen, mach mal auf da die Gude. Zack. Wir sind alle frei. Hi! Du bist auch frei, aber ihr seid alle schon ein bisschen länger frei, ne? Macht euch alle frei! Ach, das geht jetzt sogar von der Entfernung? Du bist jetzt frei. Alles klar. Voll der Gott auf einmal, Jesus. Alles klar, wir sind echt Jesus. Gemeinsam! Auf jeden Fall, Alter! Klar! Ihr seid frei! Ihr seid alle frei! Du auch! Auch frei! Schließt euch an! Jetzt muss ich nur noch drücken, Alter. Es geht immer schneller. Wie viele wir sind. Voll cool. Was zur Hölle macht ihr hier? Wir marschieren. Hey. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Ja, macht doch. Sofort auseinander. Zwing uns doch. Das ist ein Befehl. Alter! Ja, Mann! Scheiße! Riech unsere Achsel! Ist so cool. So eine verdammte Scheiße! Ja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Zentrale, hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Er zeigt ja schon von selber drauf. Ich kann. Wisst ihr, woran mich das erinnert, Sie Leute? Sie marschieren die Straße runter. Lasst uns frei. Lasst uns frei. Das weiß ich doch nicht. Boah! Holy shit! Rechte. Waffenrechte! Waffenrechte!
erinnert mich so krass an den Film Die Insel, ne? Was wollen sie jetzt machen? Was wollt ihr machen? Wollt ihr uns jetzt verprügeln oder was? Was wollt ihr tun? Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren. Richtig. Und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir eröffnen das Feuer, Alter. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir werden nicht angreifen. Stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Wir werden nicht angreifen. Und hier zu sterben bringt uns gar nichts. Marcus, wir müssen weg, sofort, bevor es zu spät ist. Wir werden hier nicht angreifen. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Wir müssen zeigen, dass wir nicht weichen. Wir bleiben genau hier. Die Videos einmal wegknallen, Alter. Auseinander! Das ist eure letzte Chance! Das hier muss ein Statement sein. Wir rühren uns nicht, egal was passiert. Ja. Bitte, Marcus. Wir können uns doch nicht einfach abschlachten lassen. Wir bleiben stehen. Wer ist jetzt gefährlich? Marcus, was machst du? Sie werden uns töten! Lauft! Mal gucken, was die Medien da jetzt drauf machen wollen. Wären wir jetzt halt direkt gegangen, so, das hätte absolut nichts gegeben. Ich bin halt gespannt, was jetzt halt gesagt werden wird. So anstürmen und selbstopfern, das ist halt so ein, also genau so ein Quatsch gewesen. Das ist Schwachsinn. Es war wichtig, dass wir wir haben nichts getan. Sie waren diejenigen, die das Feuer eröffnet haben. Wir haben nichts gemacht. Und man hat es ja auch gesehen, ne? Öffentliche Meinung ist ja gestiegen. Das ist vielleicht nicht ganz so unwichtig. I'm the android sent by Cyberlife. My mission is to stop the deviants. That's what I was designed to be. But what I do now is up to you.